Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Altmaier, zunächst mal freue ich mich, dass Sie zu so später Stunde noch hier sind, sehr vorbildlich. Aber damit ist der Freude auch schon genug. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Einführung einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer und die Einrichtung eines Basisdatenregisters für Unternehmen beim Statistischen Bundesamt vor. Was Sie hier tun, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als purer Bürokratieaufbau für den Mittelstand. Probleme lösen Sie damit nicht. Schon heute muss sich der mittelständische Unternehmer unzählige Registernummern merken: Handelsregister, die betriebliche Steuernummer, Umsatzsteueridentifikationsnummer, die elektronische Transferidentifikationsnummer, die Nummer der IHK-Unternehmensdatenbank, die Nummer der Transparenzdatenbank und viele mehr. Und als wäre das nicht genug, plant das Bundeszentralamt für Steuern die Einführung einer ebenfalls einheitlichen Wirtschaftsidentifikationsnummer. Und Sie, lieber Herr Minister Altmaier, wollen nun auch noch eine neue Nummer schieben. Mal ernsthaft, unterhalten Sie sich im Kabinett eigentlich noch miteinander? Wenn Sie mit Ihrem Kollegen Bundesfinanzminister Scholz einmal sprechen würden, könnte man nämlich auf die Idee kommen, dass die bereits angekündigte Wirtschaftsidentifikationsnummer des Bundeszentralamtes ausreichen könnte. Das wäre sinnvoll, das wäre effizient und das wäre ein wirklicher Beitrag zur Entbürokratisierung, meine Damen und Herren. Das Basisdatenregister, der nächste unausgegorene Vorschlag, den Sie uns hier präsentieren. Anstatt ein ordentliches Gesetz in den Bundestag einzubringen, legen Sie hier reines Stückwerk vor. Das dazu noch ziemlich inhaltsleer. Jeder wichtige Sachverhalt soll per Rechtsverordnung geregelt werden. Wieso wollen Sie sich denn dem Parlament entziehen? Die Fragestellungen, Priorisierung der Registerdaten, die Datensicherheit oder auch der Datenschutz oder eine kostenlose Abrufung der Daten aus dem Register für Unternehmen sind völlig unklar. Wie lösen Sie den Abgleich gleichartiger Datensätze eines Unternehmens aus zwei Registern? Wie wird die Datenschutzgrundverordnung bei der Zusammenführung der Daten aus 120 Registern berücksichtigt? Das, lieber Minister Altmaier, das gehört ins Gesetz und nicht in eine Rechtsverordnung. Und Sie sollten sich vorher Lösungen dazu überlegen und nicht die Probleme in die Verwaltung abschieben. Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein wirtschaftspolitischer Offenbarungseid. Er steht in einer Reihe von in einer ganzen Legislatur mittelstandsfeindlichen Maßnahmen dieser Bundesregierung. Gerade für den Mittelstand bedeutet dieses Gesetz Unsicherheit statt Erleichterung und Bürokratieaufbau statt Transparenz. Das vielbeschworene Once-Only-Prinzip wird so zur Farce. Die AfD-Bundestagsfraktion ist grundsätzlich für ein zentrales Unternehmensdatenregister, denn es kann tatsächlich einen großen Beitrag zur Entbürokratisierung gerade auch für den Mittelstand leisten. So, meine Damen und Herren, geht es allerdings nicht. Wenn Sie wirklich was für den Mittelstand tun wollen, dann nehmen Sie unseren Antrag und arbeiten unsere Vorschläge ein. Dann wäre allen geholfen. So ist der Gesetzentwurf leider nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank.